Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos zeugt Sims vor. Und ich hoffe auf der einen oder anderen Art und Weise familienadäquat. Ja, das ist die Hoffnung, die definitiv immer mitschwingt. Die allergrößte aller Hoffnung. Ja, so ist das im Leben. Und Dominik Jansen und Kima Quantum haben geheiratet. Ja, es wurde auch endlich mal Zeit. Es ist eine Menge Zeit ins Land gezogen. Und jetzt haben sie es endlich mal hinter sich gebracht und haben tatsächlich geheiratet. Man möchte es fast kaum glauben. Aber es ist passiert. Es ist passiert. Und die haben natürlich auch die ganze Familie eingeladen. Und ja, wir schauen mal einfach, was noch so passiert. Theoretischerweise sollen sie noch 3 Getränke trinken hier. Ich habe gestern eine Großbestellung an Süffelpower rausgedrückt. Jo, Torte hier noch gegessen, sonst wirst du hier nur dick. Und du passt hier, was hat sie? Mit JD plaudern. Ja, schau mal nach, wie das hier aussieht, wie sie mit den Hexer quatscht. Hallo, Herr Hexer. Aha, da ist er. Er guckt ein bisschen verdrossen. Ja, und da haben wir natürlich auch eine andere junge Dame. Also hier, Nadja. Nadja hat ja ihr Geschäft mit Musik. Also ist sehr sowieso interessant, wie viele interessante Persönlichkeiten wir hier haben. So, sie macht ein bisschen sauber. Ist eigentlich auch aktuell die Familientreffgeschichte an. Okay, gibt eine Menge Punkte dabei. Sehr schön. Et passt. Sauber. So, trinken. Leute, holt euch was zum Saufen. So, wie sieht's hier aus? Ihr könnt noch ein paar Getränke bestellen. Getränke bestellen für... Wen nehmen wir denn jetzt noch? Wer könnte denn hier? Der Hexer könnte mal was saufen noch. Getränk bestellen für... Maya Müller natürlich. Und natürlich auch für Nadja. Die gute Dame. Darf natürlich auch was trinken. Und sie nimmt sich ja einfach mal ein Getränk. Passt schon. Und er nimmt sich dann auch noch ein Getränk. Das andere natürlich. Trinke. Oh, die Tiki-Bar läuft super heute. Finde ich geil. Ja, er bleibt natürlich genau da stehen und wird angeröstet, oder was? Eieieiei. Mein Gott, weiter. Der ärmste Herr. So, was hat sie? Hat sie ein Getränk? Sie trinkt schon, okay. Er müsste sich theoretischerweise auch noch was nehmen. Ich weiß gar nicht, wann die anderen anfangen zu trinken. Ja, ich mach erstmal hier sauber. Also eher ja, ich. Kommt eine Menge Dreck jetzt zusammen. Ist ja Wahnsinn. Alter Falter. Sie trinkt auch, aber das Falsche. Sie muss eigentlich was davon trinken. So, er nimmt sich jetzt auch ein Getränk. Juhu. Wie sollte es auch anders sein? So, dann könnte sie dann auch hier nochmal ein Getränk bestellen. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert jetzt endlich. Lieblingsgetränk, Getränk bestellen für. Das müssen wir nochmal sehen. Hier Papa und Mama. So, lass mal ein paar Getränke hier auf den Tresen wandern. Wow, so viel Süffelei haben wir schon lange nicht gehabt hier in der Familie. Hä? Ja, die süffeln selten, aber wenn sie süffeln, dann kennt sogar das berühmte schwarze Loch kein Ende mehr. So, Getränk bestellen. Ja. So, sie stellt hier anscheinend auch ein Getränk. Einer hat schon getrunken, aber wer von den beiden jetzt... Er ist auch am Trinken. Er trinkt? Sie trinkt. Das fehlt aber irgendwie noch... Ach, oder müssen wieder alle gleichzeitig trinken. Das kann natürlich auch sein. Komm, ich hab doch öfters Durst. Geh mal hier ran. 2 von 3. Schwierige Geburt. So, warte mal, dann kann er nochmal hier bestellen. Warte mal her. So.
Bitten zu gehen? Nein, natürlich nicht. Getränk bestellen. Das ist mit den Getränke bestellen immer so schwierig ist. Hier, Kima könnte noch. Aha, okay, jetzt hat sie geklappt. Speisen essen. So, ja, dann können wir nochmal was essen. Das heißt, öffnen wir uns den mal. Hier, ich habe echt gerade überlegt, so ist gar nicht so einfach. So, das heißt, wir werden mal hier was nehmen, ein bisschen von den Brotchips einfach nur, das sollte reichen. Einmal ein Gericht nehmen und sie dann hier auch mal ein Gericht nehmen, beziehungsweise Mittagessen servieren. Camper Eintopf, vielleicht fühlen sich dann alle inspiriert davon was zu nehmen, wobei ich glaube nicht, warte mal, ist das Schwachsinn. Weil Essen ist ja eigentlich da, die essen ja auch schon dort, ne? Mehr Auswahl öffnen. Das hier einmal ein Gericht nehmen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Bisschen Zeit haben sie noch. Wie viel Zeit haben sie noch? Eine Stunde 32. Ja, Leute, jetzt esst mal hier ein bisschen was. Torte ist da. Ist lecker. Vielleicht sollte ich euch einfach mal was rausstellen oder so. Kann natürlich auch sein. Machen wir mal. Kühlschrank öffnen. Stelle euch mal einfach hier mal was raus. So, hier nimmt mal sowas hier. Oder nimmt mal sowas hier. So, Leute, jetzt ist aufgetischt. Sie läuft mit dem Müll rum schon. Da ist am Essen. Einer fehlt noch. Leute. Bisschen was essen. Es ist jetzt Essen im Überfluss da. Das kann echt nicht wahr sein. Einer bitte noch. Bitte was essen. Es hat geklappt. Super. So, den Rest werden wir morgen alle wegräumen und so. Boah. Aber die Gäste, das ist das Tolle, dass die alle so schön hygienisch sind. Die räumen alle weg. Das sind tolle Gäste. Hat man ja selten sowas. Ne? Das hat man wirklich selten. Meistens kriegt man ja gerade Gäste, die irgendwie ranzig sind. Eine Sache würde ich gerne noch machen. In der Welt platzieren und anzünden. Warte mal, nicht da, wo du stehst gerade. Wo bist du denn? Hast du schon hinplatziert oder was? Da natürlich nicht. Nein. So, hier. Jetzt werden wir das hier alles mal verballern, was wir haben. Hier sind auch nochmal zwei Dinger. Ja. So funktioniert es. Gibt nochmal ein bisschen Feuerwerk hier. Dicke, das war's auch an Feuerwerk. Haben wir Knallkörper oder sowas? Hier, da haben wir noch sowas. In der Welt platzieren und anzünden. Und dann nochmal in der Welt platzieren und anzünden. Wenn es geht, weiß ich nicht. Hoppala. So, die ersten gehen. Aber trotzdem machen wir hier noch ein bisschen Feuerwerk. Da ist noch mehr Feuerwerkszeug. Das zünden wir jetzt alles mal so ein bisschen an. Ist echt nicht einfach, hier gerade so durch mal manövrieren, weil der Ding immer hier hin und her zwerbt. Hä? So, jetzt. Was ist das hier? Romantik-Wunderkerze. Machen wir auch nochmal das hier alles an. Die Pyromaniert hier jetzt hier rum. Sehr schön. Jo. Was haben wir denn als nächstes hier? Zwei Verabredungen mit dem Ehepaar Silber verdienen. Okay. Das ist das nächste Ziel in dieser Sache. Da sehen wir das Ganze. Bam. Tja. Oh, es geht noch weiter. Da kommt ein bisschen was raus. Boah, nicht schlecht.
Oh, nice. Schön, schön, schön. So, das löst sich dann auf. Und die Gäste sind alle weg. So, was ist hier los? Was hast du denn? Sie ist leicht fiebrig. Ja, das denke ich mal, kam durch die Aufregung. Das könnte schon durchaus möglich sein. Gut, das heißt, jetzt werden die beiden sich hier mal ein bisschen erstmal hier etwas entmüllen. Das heißt, aufräumen. Das auch mal bitte aufräumen. Und das mal bitte aufräumen. Das heißt, wir werden auch dann alles neu kochen. Ist zwar ein bisschen Verschwendung vielleicht, aber dann weiß ich wesentlich, dass es auch alles neu und sauber und frisch ist. So, das hier auch mal bitte aufräumen. Das auch mal bitte aufräumen. Und das da mal bitte aufräumen. So, zumindest haben die jetzt sehr viel Spaß gehabt. Da kann man nichts anderes mehr sagen. Ja, das Klavier lassen wir erstmal stehen. Was wir aber nicht stehen lassen, ist die Tatsache dieser der Elemente. Die räumen wir dann mal hier jetzt weg. So. Haben wir wieder ein bisschen Ordnung. So, der kommt wieder hier hin. So. Und dann haben wir natürlich auch eine Belohnung bekommen, denke ich. Oh. Wir haben einiges an Belohnung bekommen. Guckt euch das mal an. Die typischen Hochzeits... Das sind die typischen Hochzeitsmitbringsel. Wir haben eine Mikrowelle bekommen. Wir haben das bekommen und jenes bekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles hinstellen soll. Das ist das Fantastische gerade dabei. Warte mal, wollen wir den mal hier runterstellen? Wir können mal die Nahrungsvaporisierer hier hinstellen. Das Ding könnte hier vielleicht hier rauf. Genau. Nochmal eine Teekocher-Teemagie, die haben wir schon. Die können wir eigentlich dann wegmachen. Einmal einen Messerblock. Grüne Neune. So, der kommt hier hinter. Dann haben wir Hochzeitssäule und ein Kernstück in voller Blüte. Das kommt ins Schlafzimmer. Mal sehen, wie lange wir das da stehen lassen. Aber jetzt lassen wir es erstmal temporär da stehen. Okay. Ja, okay. Weiter geht's. So, er ist am Aufräumen. So, was hat er für Bedürfnisse? Bisschen Hygiene, bisschen Blase. So, das macht er dann als nächstes. Er muss ja morgen arbeiten gehen. Das heißt, wir verwenden mal das. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Hochzeit mit Kima. Ich hoffe, ihr beiden werdet glücklich miteinander. Ich hoffe das auch. So, Zähne putzen. Sehr schön. So, das ist jetzt Hygiene. So, das heißt, sie hier darf dann auch mal kurz erstmal als erstes Hygiene machen. Warum sie da als er als erstes da, weiß ich nicht. Wird schon passen. So, dann nochmal auch mal Hände waschen. Geht. Spaß hält sich in Grenzen. Ist in Ordnung. Hunger ist in Grenzen. Das passt auch. Das lassen wir einfach mal so sein erstmal. Dann kannst du hier noch ein bisschen tanzen. Oder einfach mal Musik hören. Ne, nochmal mal Musik hören. Ist schon in Ordnung. Vielleicht fängst du von alleine an zu tanzen. So, und er hat hier gerade den Löwenanteil an Arbeit verrichtet. So, das ist alles sauber. Hier ist auch alles sauber. Sehr schön. Das ist ja manchmal so die Sache, wenn irgendwelche Gäste da waren, dass es danach aussieht wie die Hölle. Aber bei den Quantums muss ich echt sagen, hält sich das mit dem Unrat enorm in Grenzen. Und zwar wirklich enorm in Grenzen. Das ist echt geil. Ich würde mal sagen, aber das Teil packen wir eher da vorne hin. Weil, oh, das mal hier. Wir können das stehen lassen. Egal. Ja. So, dann müsste bei ihr der Spaß langsam wieder besser sein. Genau, Spaß geht langsam hoch. Er müsste bald schlafen gehen. Aber er kann auch nochmal Spaß haben. Da heißt er Musik hören. Vielleicht sogar tanzen. Ich gar nicht mal so verkehrt. Und dann dürfte er... Ey, Hygiene ist irgendwie bei ihnen so. Warum ist die Hygiene bei ihnen so? Ich weiß es nicht. Alternativ hören. Wer weiß. Vielleicht ist er noch sehr geschwitzt von der Hochzeit. Ist ja auch eine anstrengende Sache.
Mann, hat der Moves drauf. Krass. Gut, wir sehen uns jedenfalls morgen wieder. Machen wir mal die ähnliche Kameraeinstellung, wie wir sie schon mal den einen Tag hatten. Für die Abmoderation. Und dann werdet ihr schon sehen, was ich meine, warum. Ja, dabei sehen wir jetzt die beiden, die es jetzt hinter sich haben. Die waren mutig. Die haben Ja gesagt. Jetzt wisst ihr, welchen Kreis ich schließen wollte. Die haben Ja gesagt. Die waren mutig. Die haben sich was getraut. Und zwar sich. Ja, die beiden haben getraut. Sich gegenseitig. In anderen Worten, die haben geheiratet. Deshalb in dem Sinne, euch einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund und Cheerio.